Hallo Welt, da sind wir wieder. Wir sind hier an Loras Einöde zusammen mit Sandra. Hallo Sandra. Ja, hallo Richie, hallo YouTube. Du hast jemanden erschossen. Dafür schieße ich dich nicht. Lornas Tränen sind das. Aha. Du fährst, oder? Wie du möchtest. Ja, du fährst. Wohin geht's? Rechts. Zur nächsten Mission nach Erwin. Ist die Hupe kaputt? Ah. Vorne ist wer überfallen oder so. Da ist er. Oh. Der war hier gerade. Hier. Oh mein, geflogen? Jupp. Yep. Ganz schön gefährlich, so ein Auto. Wo? Nee, ich sehe ihn nicht. Hä? Wieso sehe ich ihn nicht? Ist er bei dir vielleicht weitergeflogen? Ich meine, er wäre da hinten liegen geblieben, aber... Hast du oben im Radar vielleicht so ein X irgendwo? X. Ja. Aber. Na komm. Also. Ich sehe ihn nicht. Wo haben wir ihn denn erwischt hier? Und dann sind. Irgendwas ist geflogen. Ja. Teile. Hier ist sein. Baseball, den will ich nicht. Ich habe einen besseren. Na gut, haben wir Pech gehabt. Also ich sehe ein X, aber es ist, sieht so aus, als wäre es so weit weg. Vielleicht ist er runtergekullert. Ins Wasser. Ja, egal. Du fährst. Okay. Fahren. Keine Zombies aufschrecken. Keine Hirsche aufschrecken. Oh, Weißwedelhirsche. Au. 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 Das zwickt. Noch wer? Ich höre nichts mehr. Hast du sie erwischt? Ja. Sehr schön. Da ist irgendein Tier. Aufpassen. Nein, bremsen! Hab ich ihn erwischt? Auto brennt! Ich bin tot. Ich auch. Oh, schade. Da flogen wir in die Luft. Ja, die sind schon ein bisschen heftiger geworden jetzt. Oh. Na komm. Na, so ein langer Ladebildschirm. Jo. War es immer so, wenn man gestorben ist? Ich weiß es gar nicht. So oft sind wir gar nicht beide gestorben. Nee. Hallo. Jetzt sitze ich hier. Okay. Warum schieße ich? Ich wollte mir das nur noch mal markieren. Wo ist mein Weg innen? Nein, falscher Knopf. Habe ich das überfahren? Das hat so gequiekt. Ich glaube, das war nur ein Stinktier.
Gut, müssen wir nicht fliegen. Ich hasse Fliegen. Wir sind ja bald da. Um den Berg rum. Wenigstens regnet es nicht. Ja. Das Wasser sieht so blau aus. Türkis. Ja. Vorratslieferung. Ja, kann ich jetzt auch nichts für. Ethanol. Ich bin tot. Feuer, heiß. Oh, nein, ein Bär auch noch. Ich hab Sichtkontakt zum Ziel unter mir. Da war ein Bär. Der war einmal. Da. Hubschrauber auch. Oh, danke, danke, danke. Ich lebe. Wir haben kein Auto. Egal. Okay. Die Zeit ist um. Wer hat das gesagt? Ach, sie da hinten redet da. Sie redet was rollt denn hier? Schwein! Ich will mit dir hier. Ah, das Schwein hat mich. Oh, ein Königsschwein. Ja. Ohne. Das ist ziemlich sauer. Da! Schwein! Da oben, Hubschrauber. Oh, gibt ja doch Hubschrauber. Ja. Jetzt jagen sie uns. Fangen den Transport. Ach, ich habe schon wieder einen Unschuldigen getötet. Fahrer nicht getroffen, aber ihn. Na, ich habe den Fahrer getroffen. Wollen wir das Auto nehmen? Mhm. Ich verfolge es. Du, Glück. Mein Gott. Ein Feuerwerk. Möchtest du fahren? Nee, du fährst. Kein Radio? Nee. Und das war ein Baum? Mhm. Hier sieht es aber nicht mehr schön aus. Ne? Fahren wir denn noch richtig hier? Ja, ja. Ich sehe die Markierung gerade gar nicht. Doch, du fährst noch richtig. Linkskurve. Linkskurve. Jetzt hier nicht. Die Gegend ist jetzt aber hier richtig. Ne?
Abstiegskurve. Ganz schön verstrahlt hier alles. Also verbrannt. Ja, wahrscheinlich strahlt es auch ein wenig. Hier Stopp. Warum schießt du auf ihn? Der ist ein Highwayman. Nein! Du tötest mich wegen ein paar harmloser Notlügen. Oh. Das ist doch kein Highwayman, das ist Irwin. Reden. Es geht los. Du willst die Zwillinge? Du willst so nah an sie ran, dass du ihre Nasenhaare zählen kannst? Dann bin ich dein Mann. Also, normalerweise würde ich dich einfach zu den Zwillingen bringen und dich vorstellen. Aber die sind gerade nicht gut auf mich zu sprechen. Ich habe nur gesagt, dass sie verkacken. Und die haben eine Riesensache draus gemacht. Aber das ist unwichtig. Wichtig ist, dass die Zwillinge jetzt nur noch von diesem Frank reden. Sind die jetzt beste Freunde oder was? Sie haben ihn sogar zum Leiter von dem scheiß Gefängnis gemacht. Ist das zu fassen? Sie wissen, dass ich nicht gut mit ihm klarkomme. So ein blöder Arsch. Im Grunde ist die Sache klar. Lou steht auf mich und will mich eifersüchtig machen. Warum sonst sollten sie mit dem Penner reden? Also, das Wichtigste bei diesem Plan ist, dass Frank endlich den Löffel abgibt. Und die Sache läuft so. Er leitet das Gefängnis. Soweit so gut. Ich bring dich da rein. So kommst du nah an Frank ran und legst den Mistkerl um, ja? Du legst ihn einfach um! Den Rest des Plans erkläre ich dir auf dem Weg. Glaub mir, der ist todsicher. Lass deinen Kram hier. Gefangene tragen keine Waffen. Und dann spring in den Truck und ich fahr dich hin. Verdammter Frank. Oh, das wird ein Theater. Schon wieder Waffen weg. Hey, wer hätte das gedacht? Orange ist deine Farbe. Spring hinten rein, hallo. Oh, ja. Orange. Du fragst dich bestimmt, wie Franks Tod dich an die Zwillinge ranbringt, oder? Das große Demolition Derby steht bevor. Und der Gewinner des Derbys darf zu einem super schicken Dinner mit all den hohen Tieren der Highwaymen. Gewinn das Derby und du kriegst ein VIP-Ticket direkt zu den Zwillingen. Das Problem ist, alle Startplätze sind bereits vergeben, also müssen wir einen Platz freimachen. Und weißt du was? Frank soll auch bei dem Derby mitfahren. Ganz genau. Du merkst schon, der Plan ist genial, oder? Du schaltest Frank aus und zack, fehlt ihm beim Derby plötzlich ein Fahrer. Und zufällig kennt ihr einen, der was mit diesem Mädchen hat. Das ist egal. Ich kann dir den Tag gerade beim Derby besorgen. Wie, da wo wir waren, bei dem Derby sollen wir mitmachen? Ich fürchte fast, ja. Aber vorher sollen wir Frank. Ich schätze, so ganz ohne Waffen wirst du improvisieren müssen, um die Schweinebacke umzulegen. Aber dir wird sicher was einfallen. Frank abmurksen. Hey, das ist Lil Fucker. Stell dir das vor. Lil Fucker in seiner Scheißkarre. Hoffentlich hast du was Gutes geladen, Lil Fucker. Und verschwendest nicht unsere Zeit. Was willst du denn, Little Fucker? Ich freue mich auch, dich zu sehen. Hab einen Gefangenen dabei. Was meinst du? Am Ende geht's um deinen Arsch, wenn's ein Problem gibt. Rein da. Ah, das könnte das Gefängnis sein aus Far Cry 5? Mhm. Versau es nicht, okay, Slick? Nicht sterben! Die Kugelfarm. Hier lang, Sandsack. Sandsack. Ihr seht alle gleich aus. Hinfrischfleisch. Bewegung.
verurteilst du? Hackfresse! Und wo soll ich rein? So. An die Arbeit. Na, jetzt dürfen wir. Was machen wir denn eigentlich hier? Ach, Munition. Oh, wie lange müssen wir es machen? Bis an unser Lebensende, fürchte ich. Ja, ja, schon gut. Ich hab ja nicht gewusst, dass ihr mich beobachtet. Lou, wenn du ihnen die Zunge rausschneidest, können sie dir gar nichts mehr sagen. Wo die herkommen, gibt's noch viel mehr zu. Hörst mir nicht zu. Die Schisser haben dem Häschen was gegeben und ich will wissen, was es war. Das will ich auch. Aber die könnt ihr nichts verraten, wenn du nicht mehr Fragen stellst. Lass mich das machen. Ich weiß, was ich tue. Bist du nicht an deinem Platz? Wir haben zu tun. Doch, doch. Ich weiß, aber jemand, der wichtig aussieht, möchte reden. Wie wichtig. Ihr wollt das sicher hören. Ich bin noch am Arbeiten. Alles unter Kontrolle. Um den kümmere ich mich. Ich vergesse mal, ich gucke mal und. Was machst du denn noch hier? Und wie lange? Ist ja langweilig. Jetzt ein Part nur. Google mal. Ah. Feierabend. Endlich. Mahlzeit. Essen gehen? Werkbank 1, für heute seid ihr fertig. Geht in den Hof, behaltet eure Hände bei euch. Das gilt ganz besonders für dich, Hackfresse. Ja, dann mach auf hier. Hä? So häng ich fest oder was? Ich kann auch nichts machen gerade. Ah, die anderen kommen erst. Gemischter Knast, hä? Ah ja, gratis Arbeitskräfte. Man wird nicht so groß und böse wie wir ohne gute alte Zwangsarbeit. Genau, eine Möglichkeit für ihn zu töten. Hey. Na? Denen geht's aber allen gut hier. Was geht? Hey. Oh. Fit halten. Ja, das könnt ihr nie wieder und wieder hören. Der Koch? Ich hab den Koch gefunden schon mal. Und du guckst ich den Hund an. Oh, ein Bild vom Boomer, glaube ich. Machen wir einen jetzt auf Hitman. Klauen uns als Koch. Echt? Da ist ja gar nichts drin. Ach. Ja, mir tut alles weh. Und die haben hier nichts. Ich merken die nicht, dass ich zu schwach bin, um weiterzuarbeiten. Na komm, die Kelle kannst du ja wohl noch schwingen. Den kann man nicht nehmen, Humor ist da, ja. Ich komme nicht mehr raus. Ja, soll ich dich schubsen? Ich komme nicht mehr raus. Und komm raus. Oh. Oh. Schreck mich doch nicht so nah an einem Sperrgebiet. Wie soll ich ihn sonst töten? Und du? Hast du ein bisschen Gift oder so für mich? Ich glaube, den töten können wir sowieso. Geh doch mal beiseite. Können wir, glaube ich, sowieso erst in der nächsten Folge dann. Ich kenne einen Weg hier raus. Hey. Ich weiß, wer da drin den Schlüssel hat. Ich habe mein Messer ins Sperrgebiet gebracht. Ich könnte versuchen, es zu holen und sie auszuschalten. Aber mir schlottern die verdammten Knie. Wenn ich nur den Mumm hätte. Okay. Ja, machen wir den nächsten Part weiter. Okay. Nimm. Dann bedanken wir uns für euer Zusehen. Für eure Kommentare und für eure Likes. Lieben Dank dafür. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
Ha, ha, ha.